Hallo, schön, dass du und sowas von herzlich willkommen bei den Joy-Bombs. Also, wir reden heute über das Thema Freundschaft und wir wissen noch nicht so genau, wo uns die Reise hinträgt, aber wir sind sehr pumped, darüber zu sprechen. Herzlich willkommen, Sophie. Hallo, liebe Daniela. Hallo, liebste Joy-Bombs da draußen. Freundschaft. Was denkst du darüber, Sophie? Du siehst gerade aus wie das denkende Emoji auf WhatsApp. So, so mit den Fingern, so beim Kinn. Sie zwirbelt ihren imaginären Kinnbart, okay. Ja, ich freue mich, dass wir mal wieder eine Beziehungsfolge aufnehmen, sozusagen. Und Freundschaft, ja, es ist ein spannendes Thema, weil einfach so, wie viele Freundschaften, also da ist ja auch wieder so dieses Ding, wie viele Freundschaften passieren wirklich ohne Erwartungshaltung? Oh, die meisten, ja, sag du? Nein, bitte kannst du es nochmal wiederholen, ich habe dich unterbrochen, Entschuldigung. Nein, kein Problem. Ja, so die meisten Freundschaften, da geht es auch wieder so um Erwartungshaltung, oder? Und dass man so Erwartungshaltungen erfüllt. Und meistens sind das immer unausgesprochene Erwartungen, was die ganze Sache noch schwieriger macht. Was fällt dir dazu ein? Oh Gott, so viel, weil ich gefühlt mein Leben lang mit Freundschaften nur Probleme hatte. Nur? Ernsthaft. Darf ich dazu was sagen? Bitte. Ich glaube, dass es allen Joy-Bombs da draußen geht. Ich glaube, dieses Freundschaften-Ding ist, glaube ich, wirklich so eines der größten Themen. Wie oft denkt man sich das, man hat einfach als Freundin oder als Freund komplett versagt? Oder? Mhm. Das ist so crazy. Weil plötzlich geht jemand und du weißt nicht warum. Du weißt nicht, warum diese Person einfach nicht mehr anruft von heute auf morgen, obwohl sie gestern noch deine beste Freundin war oder dein bester Freund. Und plötzlich sind so alle weg und man denkt sich so, Du sitzt so da, schaust dir so deine Spinnweben in der Ecke an und denkst dir, was ist passiert? Was habe ich angestellt? Ja. Wo war ich schon wieder falsch? Ja. Ja, voll. Voll. Ich weiß noch, eine meiner prägendsten Geschichten war tatsächlich die, dass ich war im Gymnasium, war ich Teil von einer ziemlich coolen Clique und ich habe damals nicht verstanden, wie ich Teil dieser Clique sein konnte, weil eigentlich habe ich nicht so zu den Coolen gehört. Aber irgendwie, ich habe es sehr genossen. Ich habe es auch nie für selbstverständlich gehalten oder genommen. Und ich habe mir literally den Arsch aufgerissen dafür, dass ich Teil der Gruppe sein kann. Ich habe wirklich, also ich weiß nicht, rückblickend, ich habe mich so angestrengt. Und dann habe ich von einem Tag auf dem anderen von der kompletten Clique einen Gemeinschaftsbrief bekommen, in dem drin stand, ja, im Grunde, was mit mir alles nicht stimmt und wie scheiße ich bin. Und ich weiß, dass mir damals mein Herz einfach nur in 1000 Teile zerbrochen ist und ich das nicht verstanden habe und ich mir nur dachte so, was? Und wirklich, also dieses Maß an, ja, was halt pubertierende Kinder einander antun können. Oh mein Gott. Ja. So geil. Ab dem Zeitpunkt habe ich dann beschlossen, ich möchte die Schule einfach nur noch durchziehen und möglichst wenig. Also ich hatte dann keinen Bock mehr auf tiefergehende Geschichten und habe mir dann gedacht, okay, leckt's mir alle am Arsch. Ja, war krass. War krass. Das ist auch ein cooles Beispiel für so, wie oft verbiegen wir uns wieder mal in Freundschaften, um da mal so ein paar Themen und Ladungen hochzuholen. Yes! Yes! Also was ist, wenn das schönste Geschenk in Freundschaften ist, dass du selbst bleiben darfst und sobald du nicht du selbst bist, hat das eigentlich auch nichts mit deiner Freundschaft mehr zu tun oder sobald du eben dich verstellen musst schon fast, ja? Ja. Und auch da wieder ist ja wirklich das größte Geschenk, wenn du bist. Absolut, absolut. Und vielleicht auch noch an der Stelle, manchmal kann es sein, dass das so ein bisschen absolut klingt, ne? So dieses, naja, da wo du nicht du selbst sein kannst, ist es ja schon gar keine Freundschaft mehr, ist es schon keine Beziehung mehr. Und was ist, wenn du auch da die Ansichten rausnehmen kannst, was diese Feststellung, dass du nicht du selbst bist,
dann bedeuten muss, weil das bedeutet nicht, dass du deine Sachen packst und einen Rundum-Mittelfinger verteilst und gehen musst, sondern ich finde, dass das einfach ein total schöner Ausgangspunkt ist, dich selbst zu fragen, was es jetzt braucht, was du brauchst, wie du selbst zu fühlen, um du selbst zu sein und dann einfach einen Schritt nach dem anderen zu gehen. Also ich weiß, dass ich in meinem Leben sehr viele Affekthandlungen einfach auch gemacht habe und Menschen von mir weggestoßen habe, weil ich mit dieser Ablehnung nicht umgehen konnte, weil ich, keine Ahnung, ich glaube, das kennen wir auch alle, dass wir auch irgendwie, ich meine, wer hat schon gerne Konflikte? Ich kenne wenig Menschen, die gerne Konflikte haben, ja, aber ich finde aber trotzdem, aber kann auch sein, dass es schon so ist und dass es nur in meiner Welt so ist, aber ich finde, oder was ich gelernt habe über die Jahre ist, dass ich wirklich ein Radar und ein Gespür dafür habe, mit wem sich für mich Konflikte lohnen. Mhm. Weißt du? Ja. Ja, weil ich weiß nicht mehr, wo ich es gelesen habe. Irgendwo habe ich es gelesen, dass wenn man so dieses Wort Konflikt sich im Stamm mal anschaut, geht es darum, dass du dir, also ein Konflikt impliziert, dass du dir eine Verbindung mit dem Menschen wünschst, mit dem du im Konflikt stehst. Weil da, wo du dir keine Verbindung wünschst, brauchst du keinen Konflikt. Aha, es ist also quasi der Wunsch nach einer Verbundenheit. Genau, richtig. Und ein Konflikt entsteht ja meistens dann, wenn unterschiedliche Ansichten, Erwartungen aufeinander prasseln oder einfach, ne, wenn halt zwei Dinge, die irgendwie scheinbar nicht miteinander zusammengehen, irgendwie doch zusammenkommen. So, und was ist ein Konflikt? Ein Konflikt ist im Grunde ein, okay, wir setzen uns an einen Tisch, wir packen alles auf den Tisch, was jetzt gerade da ist, und es darf auch so sein, und dann schauen wir, was machen wir damit. Und ich stelle mir das immer so vor, ich weiß nicht, in meinem Kopf entsteht bei dem Wort Konflikt irgendwie immer so, kommen mir immer so Puzzleteile in den Kopf. Und was wäre, wenn ein Konflikt vielmehr die fehlenden Puzzleteile zusammenbringt und ein Ganzes draus werden lässt? Weil wenn ich zum Beispiel nicht weiß, was jetzt gerade der Stand der Dinge ist bei meinem Gegenüber, wenn mein Gegenüber an mich denkt, ja, dann habe ich keine Chance, darauf zu reagieren, dann habe ich keine Chance, also zu reagieren im Sinne von auch zu erklären, in Beziehung zu gehen. Wir sprechen alle unterschiedliche Sprachen, ja, auch wenn wir jetzt hier im deutschsprachigen Raum scheinbar die gleiche Sprache sprechen, haben wir trotzdem alle energetisch eine eigene Sprache. Und manchmal ist es so, als würde, bin ich mir auch sicher, dass das ganz viele kennen, als würde jemand mit dir reden und du hast das Gefühl, du sprichst diese Fremdsprache nicht. Du hörst die Worte so, du hörst, das ist deine Muttersprache. Und du kennst die Duden-Bedeutung der Worte, aber du verstehst nicht, was die Person dir sagen will. Ja, und für mich ist es so, dass wenn ich mich dann in einen Konflikt begebe, ich nenne es meistens nicht Konflikt, aber wenn ich mich dann in ein Gespräch begebe und da meine Arschbacken zusammenkneife und über meinen Schatten springe, so dann haben wir einfach die Chance, unsere Sprachen wieder auf ein gemeinsames Level zu bringen und zu gucken und von da aus dann eine ermächtigende Entscheidung zu treffen, wie es mit uns weitergeht. Ja, und was ist, wenn eigentlich dieser Konflikt in Wahrheit eben Verletzlichkeit bedeutet. Ja. Dass man sich halt verletzlich zeigt. Man sagt halt, wie die Dinge für einen sind. Genau. Ohne eben Erwartungshaltung, ohne der andere muss jetzt was damit machen und so weiter und so fort. Man hat die Barrieren unten, wichtig. Also für jeden Konflikt. Okay, genau. Wie how to conflict? Wichtigstes Essential Kit ist Barrieren runterfahren, weil sonst wird es eh nichts. Ja, sonst bist du halt nonstop in Reaktion. Barrieren oben zu haben, ist schon eine Reaktion. Das ist schon, ich will gar nicht wissen, was der andere jetzt zu sagen hat, weil ich töte ihn eh gleich. Wurscht. Ich glaube, das ist mit die wichtigste Info in dieser Folge, die Barrieren runterzunehmen, weil wie du gerade schon gesagt hast,
wenn du die Barrieren senkst, hast du auch die Möglichkeit, zwischen den Zeilen zu spüren oder zu fühlen. So, weil du halt einfach nicht im Angriffs- und im Kampfmodus bist, sondern wirklich in dieser Weite. So, du bist nicht in der Enge, du bist in der Weite. Und dann zeigen sich die Möglichkeiten. Und es gibt ja dieses schöne Wort, so man ist konfliktscheu. Ich glaube gar nicht, dass man wirklich konfliktscheu ist, sondern es ist dieses eben, erlaubst du dir, verletzlich zu sein und dich verletzlich zu zeigen. Mhm. Und ich glaube, das ist wirklich so ein großes Thema, das wir alle zu lernen haben auf irgendeine Art und Weise, sich verletzlich zu zeigen. Eben, dass man nicht gleich respektlos mit dem anderen umgeht, dass im Kopf nicht irgendwie gleich so die bösesten der bösesten Gedanken entstehen und man den anderen nicht gleich töten möchte oder so. Und ja, all diese Dinge, oder? Voll. Und ich glaube aber auch, du hast es gerade so schön gesagt, ich glaube, dass wir da so viel Milde uns selbst gegenüber an den Tag legen müssen. Weil wer von uns hat denn wirklich schon richtig Verletzlichkeit gelernt? Ja, das stimmt. Ja, oder? Mhm. Also Verletzlichkeit heißt ja immer auch, auf Augenhöhe zu gehen. Und wenn ich mal so schaue, ich hatte ein, zwei Lehrer sogar in der Schule, die mit uns verletzlich waren. Also ich kann mich dann noch an meinen Deutschlehrer in der Oberstufe erinnern. Ich bin forever grateful, so eine Erfahrung mit einem Lehrer gemacht zu haben. Tja, kriege ich eigentlich ein bisschen Pipi in die Augen, weil der einfach so, so nah war mit uns. Gleichzeitig aber so klar, ne? Und es war nicht so ein Pseudo-Kumpellehrer, 0,0. Du wusstest ganz genau, wo die Grenze ist. Aber er war so verletzlich mit uns. Er war so ehrlich. Er hat sich mit uns hingesetzt, wenn er gemerkt hat, irgendwas ist los. Er hat alle Schüler mit einbezogen. Er hat alle Schüler eingeladen. Er hat niemanden gezwungen, quasi am Unterricht teilzunehmen, wenn sie das nicht wollten. Er hat immer nach Möglichkeiten gefragt. Und das hat mich richtig geprägt und hat mich richtig inspiriert, weil ich das vorher so nicht kannte. Ja, und wie viele von uns kennen das auch von zu Hause einfach nicht, dass es okay ist, ne, dass das sich mit einem hingesetzt wird, sage ich jetzt mal, und die Dinge besprochen werden. Und da habe ich letztens auch was Geiles drüber gelesen. Alle streben ja immer an, sich in Beziehungen sicher zu fühlen zu wollen, ja? Genau. So, und was bedeutet aber diese Sicherheit? Ich glaube, wir haben alle so eine romantische Vorstellung davon, was Sicherheit in Beziehung bedeutet. Ich glaube, Sicherheit... Wir haben nicht romantische Vorstellungen, ich muss dich da unterbrechen, wir haben utopische Ideale. So, jetzt darfst du weitersprechen. Okay, du hast recht. Es fühlt sich auch viel stimmiger an. Ja, genau. Und was ist halt, wenn diese Sicherheit in der Beziehung einfach bedeutet, dass es unsicher ist? So, dass, ne? Dass es nicht darum geht, dass wir irgendwas, dass wir uns verstellen müssen, um irgendein Ideal aufrechtzuerhalten, sondern was ist, wenn es darum geht, einfach verletzlich und offen und ehrlich zu sein und wenn du damit fertig bist, noch offener, noch verletzlicher und noch ehrlicher zu sein. Naja, und die Unsicherheit ist ja das, dass man einfach in Erlaubnis ist, dass der andere, wann immer er möchte, eine andere Wahl treffen kann und gehen kann, wenn er das möchte und wenn das für ihn größer kreiert. Und ich glaube, das ist ja etwas, was wir einander seltenst erlauben. Es geht ja meistens darum, ja, bleib bei mir, wie kann ich dich an mich ketten? Genau, festhalten. Wie kann ich dich festhalten? Wie kann ich dir Handschellen anlegen? Und wie kann ich dich dabei demütigen? Und wie kann ich dabei immer recht haben? So ziemlich das Gegenteil von Romantik, wenn du mich fragst, aber well. Wenn du mich liebst, dann tust du das alles für mich. Mhm. Sehr romantisch. Oder utopisch. Oder utopisch. Ja, stimmt. Ich würde also gerne so ein, zwei Sätze über unsere Beziehung sagen. Hast du da Lust? Ist das okay? Ja, voll gerne. Kannst du im Zweifel auch rausschneiden, wenn es scheiße ist, oder? Also was würdest du sagen, Daniela, versagen wir im Punkto Freundschaft? Ja. Ja? Okay. Ja, cool. Das ist richtig cool. I love it. Sprich mehr darüber. Also
Was bedeutet es in puncto Freundschaft zu versagen? In puncto Freundschaft, okay, ich werde jetzt ein bisschen meine romantische Geschichte auspacken. Als ich Sophie damals kennengelernt habe, ich war sofort so, ich dachte so, oh, ich wäre gerne ihre Freundin. Oh, das weiß ich gar nicht. Danke, dass du mir das jetzt mal sagst. Aber ich hatte auch ein bisschen Schiss vor ihr, um ehrlich zu sein, weil ich sie im Kurssetting kennengelernt habe und Sophie war echt intensiv damals im Kurs und ich dachte so, okay, irgendwie habe ich total Angst vor ihr und ich habe total Angst, so nicht Angst im Sinne von, dass sie jetzt irgendwie furchteinflößend gewesen wäre oder so, sondern sie war einfach so klar und ich war damals wie ein kleiner, wie sagt man, wie heißen diese Schwämmchen im Meer? Seeschwämme? So war ich auf jeden Fall. Vielleicht beschreibt es das. Und ich war sehr festgefahren, auch in meinen Ansichten. Und Sophie hat das einfach binnen von 4 Tagen einmal komplett auf den Kopf gestellt. Allein nur mit ihrer Präsenz. Ich glaube, sie hätte gar nicht so viel reden müssen. Aber es hat so gut getan. Ich wusste, oh mein Gott, nice. Und dann, wir haben insgesamt, glaube ich, 7 Kurstage zusammen verbracht. Und wirklich, als der Foundation rum war, nach Tag 4, ich war einfach nur noch pures Leben. Ich habe nicht geschlafen, weil ich die ganze Zeit nur am Vibrieren, weil ich dachte so, oh mein Gott, I'm alive, bitches. Und dann hat es mich voll gefreut, dass ja wir uns dann einfach auch so gut verstanden haben und ich so dachte, okay, cool. Und das ist jetzt ein bisschen über 3 Jahre her und das waren wilde 3 Jahre, weil ich die ganze Zeit wusste, wie gern ich Sophie habe und dass ich wirklich auch, ich möchte gerne eine Beziehung mit ihr, ja, also um mal in meinen Worten von vorhin zu sprechen, ich war mir sehr klar darüber, dass ich diese Verbindung gerne möchte, aber sie hat mich halt auch wirklich herausgefordert, ich selbst zu sein, tut's immer noch. Und im Sinne von, weil wir beide klar darin sind, uns lebendig fühlen zu wollen, uns nicht verstellen zu wollen, sondern einander so ehrlich und offen wie möglich begegnen. Ja, dann wissen wir beide voneinander, dass wir auch sehr wahrnehmend sind, was auch oft eine Herausforderung ist. Ja. Aber es ist einfach jede Sekunde wert. Und jeden unangenehmen Arschbacken zusammenkneifen Moment und wir hatten schon einige davon, es ist es immer wieder wert. Wir haben auch schon sehr viele Tränen zusammen vergossen. Die meisten davon waren einfach Tränen der Erleichterung, weil endlich Dinge ausgesprochen waren und klargestellt waren. Und ja, weil auch bei 2 so Hanselen, wie wir es sind, die hier ganz viel über Bewusstsein reden und ganz viel facilitieren, ja, natürlich haben auch wir unsere blinden Flecken. Ja, auch wir haben unsere Unzulänglichkeiten und auch wir stehen immer wieder vor der Wahl. Wollen wir die Hosen runterlassen oder wollen wir sie hochziehen? Hochziehen ist schon ganz lustig, Mann. Wow, Daniela, danke, das ist so süß. Danke. Wow. Ja, und es ist, also das mit der Freundschaft wusste ich gar nicht. Das ist wirklich lustig, weil ich habe mir auch so gedacht, es wäre so cool, mit der Daniela Sachen zu kreieren. Und ich kann mich damals erinnern, dass wir Kurskreationen hatten. Und eben, es war ja schon ein halbes Jahr, nachdem du bei mir im Foundation-Kurs warst, habe ich mir schon gedacht, oh, mit der Daniela hätte ich gerne einen Podcast, das wird so viel Spaß machen. Also ich war schon die ganze Zeit so on fire damit. Lustig. Stimmt. Ja, voll. Du warst doch immer sehr beharrlich und ich habe dich immer sehr beharrlich weggeschickt. Ich bin noch nicht so weit. Du bist mir viel zu groß, Sophie. Du bist schon viel zu erfolgreich. Ich muss erst noch genauso erfolgreich werden wie du. Oh Mann, was für eine Bullshit-Story, huh? Oder? Ja. Ich fand sie damals super. Na, und es ist einfach so schön, ja, dass man die einfach wirklich... Ich glaube, wir hatten jetzt so mal einen Konflikt, kann man das sagen, dass wir einen Konflikt hatten? Genau. Ja. Und es war gerade so cool und so erleichternd, weil ich einfach jemanden gegenüber von mir hatte, der nicht in Reaktion gegangen ist mit den Sachen, die ich sage, sondern dass, wie du das vorher so schön gesagt hast, bevor wir aufgenommen haben oder gedrückt haben, das ausgehalten hast.
Du hast einfach mal ausgehalten, was ich zu sagen habe, ohne dass du damit was tun musst oder ohne zu denken, dass du was damit tun musst. Und das war voll schön. Ja. Und ich glaube, das ist etwas, was ich selten erlebt habe. Also danke dir dafür. Oh, danke dir. Ich habe mir gedacht, jetzt kommt vielleicht, du bist auch eine blöde Kuh. Ich mag dich auch nicht mehr. Ja. Weißt du, das Coole ist ja, dass selbst wenn wir solche Gedanken denken, wer sagt denn, dass die wahr sind? Ich kann ja immer noch selber entscheiden, ob sie wahr sind oder nicht. Und selbst wenn du mich mal als blöde Kuh betitelst, ja mei. Was ich aber nicht habe, bitte. Nee, hat sie auch wirklich nicht. Kann ich bestätigen, hat sie nicht. Hat sie höchstens gedacht. Nein, ich habe es auch nicht gedacht. Hast du wahrscheinlich noch viel versautere Dinge gedacht, oder? Nein. Nicht in Bezug auf dich. Wir reden erst in der Folge 69 über Sex. Genau. Noch ein bisschen aushalten. Stimmt. Ja, ich glaube, auch dieses Thema aushalten, das ist sowas, was ich beobachte, da gibt es so viele Missverständnisse. Weil ja. Wir Menschen sind unglaublich gut darin, Dinge auszuhalten und meiner Ansicht nach die falschen Dinge auszuhalten. Ja, aushalten war jetzt nicht gemeint so, ich kann dich jetzt benutzen wie ein Fußabstreifer. I know. Ich habe es komplett richtig verstanden. Das heißt, so, ich möchte es nur hier nochmal betonen für die Joybombs da draußen. Die schon. Wir haben ja auf Recording gedrückt, ne? War ja was, vor 22 Minuten. Genau, also nicht, dass irgendjemand da draußen denkt, der muss sich den Fußabstreifer behandeln lassen. Nein. Mhm. Nein. Und übrigens, das kann ich jetzt auch so von unserem Konflikt sagen, ich habe mich in keiner Sekunde wie ein Fußabstreifer von Sophie gefühlt. In keiner Sekunde. Mhm. Ja. Und ich würde sagen, es ist nicht einmal ein Konflikt, es ist eben diese Verletzlichkeit. Ich sage jetzt einfach mal, wie die Dinge für mich sind. Ja, genau richtig. Und was machen wir jetzt damit und was kann es kreieren? Und, ja. Und ich bin schon gespannt, was es alles kreiert. Ja, ich bin auch gespannt. Und wie es verändert und durchwirbelt. Und ja, was ist jetzt alles möglich? Ja, und ich glaube, für alle da draußen oder so, für alle, die denken, sie versagen in Freundschaften, was ist, wenn es kein Versagen ist, sondern wenn auch Menschen noch da wieder zu früh aufgegeben haben? Das ist es, ja. Aber darf ich da noch was dazu sagen? Mir brennt noch was unter den Fingern. Ich habe in der Schule meine beste Freundin kennengelernt und wir haben dieses Jahr 20-Jähriges miteinander, also schon fast kitschig. Und ich weiß noch, sie war irgendwann mal bei uns und mein Mann saß dann einfach nur so da und hat uns so angeschaut und er so, Gott, das ist so eine Freude, euch miteinander zu sehen und zu fühlen. Er so, ich muss eigentlich arbeiten, aber ich will nicht arbeiten, weil es ist so schön mit euch. Und dann hat er uns halt so gefragt, was halt unser Geheimnis ist. Und meine beste Freundin hat mega das Lachen angefangen. Sie so, ja, wir haben halt einfach diesen Scheißdreck nicht angefangen, groß aufzublasen, was es bedeutet, eine beste Freundin zu sein und wie man dann und überhaupt, das hatten wir nie. Ja, also, es nicht so signifikant zu machen. Genau, richtig. Und es gab auch nie, also wir haben bis vor, keine Ahnung, 5 Jahren nicht mal realisiert, dass das ja sowas ist, was Menschen als beste Freundschaft bezeichnen. Klar, ich habe sie immer Bestie genannt, sie hat mich immer Bestie genannt, aber das war mehr, das ist aus einem Ding heraus entstanden, dass wir halt die Leute von früher ein bisschen verarscht haben, die immer, ja, diese Woche ist die Gisela meine beste Freundin, nächste Woche ist die Ulrike meine beste Freundin. So, das haben wir ein bisschen verarscht. Entschuldigung. Und dann irgendwann haben wir aber festgestellt, okay, yo, Digga, wir sind echt gut miteinander und wir haben so viel miteinander schon durch und wir haben so eine geile Art miteinander und wir haben noch nie gestritten, noch nie. Cool. Und wir hatten schon wirklich, wirklich intensive Phasen, da war schon alles dabei, dass wir mal monatelang nicht gesprochen haben, dass Partnerschaften oder andere Beziehungen da dazwischen gehen wollten, dass wir Intrigen, dass uns Leute gegeneinander aufbringen wollten, hatten wir auch schon. Aber wir waren wie so resistent dagegen, weil wir von Anfang an schon als Teenies, ich meine, wir haben uns mit 11 oder mit 10, ich bin 11 geworden, haben wir uns kennengelernt. Und wir waren von Anfang an so in der Erlaubnis miteinander.
Mit jeder Irrung, mit jeder Wirrung, mit jedem, einfach mit allem. Aber weißt du, was cool daran ist? Ja. Es ist eben, weil ihr das nicht signifikant gemacht habt. Ihr habt diesen Beschluss gefasst, wir sind jetzt beste Freundinnen und habt dann nicht diese Ansichten da gespielt, die man dann so aufbaut als beste Freundinnen. Mhm. Wenn wir beste Freundinnen sind, dann müssen wir jetzt das und das und das. Genau. Machen. Sondern ihr habt halt einfach, ja, ihr wart Spielgefährten. Wie so zwei. Absolut. Genau, und das ist halt das Schöne. Ja, voll. Und das ist ein wichtiges Tool bei der ganzen Freundschaftsgeschichte, das nicht so zu definieren, das ist mein bester Freund und was das jetzt dann wieder alles bedeutet und wie dann die Freundschaft wieder zu sein hat, wenn man beste Freundin ist. Mhm. Mhm. Was ich auch so bemerkt habe, da würde es mich auch mal voll interessieren, Sophie, wie du darüber denkst, weil ich habe nämlich bemerkt, wenn mich jemand fragt, was ist mir in der Beziehung wichtig, ploppen mir schon so einzelne Dinge hoch. Aber ich kann auch bei allen Dingen sagen, dass es mir nicht auf die Sache selber ankommt, sondern es kommt mir immer auf die Energie dahinter an. Es kommt mir immer auf das an, wie können wir einander begegnen. Es kommt mir immer auf dieses Ding an, können wir einander wirklich auch aushalten? Und da sind wir wieder bei dem nicht fußabstreifermäßig aushalten, nicht dieses, ich muss auf mich einprügeln lassen, nein, sondern eher so dieses, kann ich einfach hier sitzen, meine Barrieren unten haben, präsent mit dir sein, während du mir gerade einfach mal dein Herz ausschüttest, auch wenn da potenziell was dabei ist, was ich persönlich nehmen könnte. Kann ich in dem Moment trotzdem präsent mit dir sein und sagen, hey, ich sehe dich und es tut mir leid, dass das so rüberkam? Oder ja, du hast recht, oder einfach da auch in Beziehungen zu gehen. Ja. Ich würde sagen, das ist eine eigene Folge. Ja. Was ist in einer Beziehung wichtig? Und es sind genau diese Dinge und es geht nicht darum, man kann das nicht an so drei Attributen festmachen. Also das hat mich immer gewundert, wenn dann Leute so wie aus der Rakete geschossen so zack, zack, zack aufgezählt haben. Das sind so viele Komponenten. Oder? Das ist dieses, ja, eher so dieses Miteinander. Wie ist man miteinander, anstatt, ja, das. Ja, ja. 100 Pro. Was ist deine Vision zu Freundschaften? Meine Vision zu Freundschaft ist, dass wir uns verbunden fühlen können ohne Worte, dass wir präsent sein können miteinander, egal wie viele Welten scheinbar zwischen uns liegen, dieses Commitment, hinter die Fassaden zu gucken, hinter die Verletzungen zu gucken und einfach diese Erlaubnis miteinander zu kultivieren, diese Erlaubnis miteinander zu haben, dass wir einfach alle auf unsere Weise perfekt sind, aber halt eben nicht perfekt sind. Dass Verletzlichkeit salonfähig ist. Das ist auch wirklich so eine, das geht auch über Freundschaft hinaus. Ich finde, dass Verletzlichkeit ist eine der schönsten Sachen ever. Und ich hatte schon verletzliche Momente, sehr oft sogar schon, im Supermarkt. Und das sind so Dinge, das sind so Momente, wo ich sagen kann, wow, made my fucking day. Ich kenne diesen Menschen nicht, wahrscheinlich werden wir uns nie wiedersehen. Ich kann mich noch an einen Moment erinnern, das war 2021, mitten im ganzen Corona, alle waren wieder voll auf Abstand und schaut euch bloß nicht in die Augen, so als ob, ne, wirklich so diese extreme Isolation habe ich gespürt und ich war einkaufen. Und war so voll in meiner eigenen Welt an der Kühltheke. Und dann kam so eine Frau auf mich zu und hatte so voll die Tränen in den Augen und hat mir irgendeine Frage gestellt. Und dann habe ich sie so angeschaut und sie so, du guckst mich ja an. Sag ich, ja. Sagt sie, oh mein Gott, mich hat schon so lange niemand mehr angeschaut. Und dann hat sie mir so, wie soll ich sagen, dann hat sie gesagt, sie so, wow, das berührt sie gerade so arg. Und dann sind ihr die Tränen runtergelaufen. Dann hat sie gesagt, boah, danke, danke für diese Begegnung, danke für den Moment. Wir haben uns nie wieder gesehen. Aber das ist Verletzlichkeit. Wow. Okay, ihr liebsten Joybombs, wahrscheinlich habt ihr im Hintergrund ein kleines bisschen meinen Mr. Sweetface gehört. eine meiner liebsten Beziehungen im Moment. Und wirklich auch
ganz, 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 ganz große Dankbarkeit, weil er mir so beibringt, wie man präsent ist. In diesem Sinne, ihr Liebsten, zünde die Joybomb und lebe deine Freude.